Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Video. Und zwar geht es um den diesmonatigen PS Plus-Titel Hardware Rivals. Eigentlich gar nicht so mein Genre, aber für euch spiele ich es natürlich an. Natürlich mit Herzblut dabei. Und ja, es geht hier um einen Titel, der ja in die gleiche Sparte mit hineingepackt wird wie der erfolgreiche Titel Rocket League. Halt nur, dass es hier mit ja, mit Panzern zugange geht und halt mit Waffen ausgestatteten kleinen Flitzern. Wir sind jetzt ja im Hauptmenü, können hier unsere Fahrer wählen. Jetzt weiß ich nicht, eventuell haben die auch verschiedene Eigenschaften. Ja, Upgrades, ja, die man wahrscheinlich mit jeder abgeschlossenen Runde irgendwie erhöhen kann, beziehungsweise mit den Punkten. So, bisher haben wir vier Charaktere. Ob es jetzt noch weitere gibt, weiß ich nicht. Bring it on! Naja, wir holen mal die Gwen. Ah, schick. Ja, okay, doch ein bisschen zu kitschig. Ich hole mal das Rote. Das sieht cool aus. Mit dem Helm, das sieht cool aus. So, Fahrzeugeinstellungen. Was steht uns denn zur Verfügung? Raid, Standardausgabe. Dies ist das Add-ons-Menü. Du kannst Bergungsgut gegen Add-ons eintauschen, um dein Fahrzeug anzupassen. Du kannst Bergungsgut sammeln, indem du Matches abschließt und deine Gegner vernichtest. Ja gut, hier können wir die einzelnen Komponenten können wir dann halt upgraden. Der Predator. Ich nehme mal den, der sieht wendig und robust aus. Oh, hier können wir uns auch noch mal ein bisschen die Lackierung aussuchen. Ja gut, bisschen Kitsch muss sein. Ja, verschiedene Herausforderungen, die man annehmen kann. Grundlegende Ausbildung für jeden Kampffahrer. Das finde ich jetzt nicht verkehrt. Machen wir jetzt aber nicht. Ist mir auch egal, ob ich mich blamiere. Es kann nur lustig werden. Ah, Tiefkernforschungseinrichtung. Das hört sich irgendwie cool an. Leuchtsignallauf, Lüftungssprung, Pickup-Rausch, Eistour, Schnellschuss. Also ihr habt hier jede Menge verschiedene Modi für die verschiedenen Karten. Ja, okay, es sind die gleichen Modi anscheinend, aber. Gut, wir spielen jetzt einfach mal drauf los. Nur Neulinge verbessern deine Fähigkeiten gegen andere Fahrerneulinge. Na gut, machen wir uns doch mit den Grundlagen kurz vertraut und dass wir doch sehen, welche Möglichkeiten wir haben. Ich bin immer so ungeduldig. So, man kann nur eine bestimmte Menge Bergungsgut pro Tag erhalten. Blasensee. Sieh dir deine Minikarte an, du findest sie oben links auf dem Bildschirm. Okay. Wegpunkte sind auf der Minikarte markiert. Fahre in alle Wegpunkte, um diesen Abschnitt abzuschließen. Ja, R2 und X. Okay. Boah. Ah ne, Handbremse war. War Kreis. Ja,
Das war zu viel Handbremse. Boah. Gut, den ersten Teil haben wir dann jetzt schon mal geschafft. Ich hoffe, wir können dann jetzt endlich mal ein bisschen rumballern. Primärwaffen. Gut, es schien jetzt kein Problem für uns zu sein. Gesundheit und Panzerung. Okay, jetzt Reparaturen und Panzerung. Dein Fahrzeug für den Kampf muss immer in hervorragendem Zustand sein. An den Balken unten auf dem Bildschirm siehst du, wie viel Gesundheit und Panzerung du hast. Okay. Hä? Was war denn jetzt? Habe ich irgendwie Selbstzerstörung aktiviert oder... Du kannst Pickups sammeln, um die Gesundheit deiner Fahrzeugsysteme wiederherzustellen. Du kannst auch Panzerung aufnehmen, um den genommenen Schaden zu reduzieren. Ja, werden auch als gelbe Punkte oben auf der Minimap dargestellt. Zeit fürs schwere Gerät, dein Fahrzeug kann mit starken Sekundärwaffen ausgerüstet werden. Du rüstest eine Waffe aus, indem du einen Pickup einsetzt. Es gibt verschiedene Sekundärwaffen. Das sieht mir nach ferngesteuerter Rakete aus. Super. Ja, genau. Das ist eine Lenkwaffe. Den besten Effekt erzielst du, wenn du dein Ziel erfasst, bevor du die Waffe abfeuerst. Drücke Dreieck, um ein anderes Ziel zu erfassen. Drücke L1, um deine Sekundärwaffe abzufeuern. Ah, okay, man muss wirklich warten, bis der Balken sich drumherum gefüllt hat, um die Zielerfassung. Ui.
Ja, okay. Je nachdem, was ihr dann einsammelt, habt ihr Sekundär- oder Primärwaffe auf L1 zur Verfügung. Okay. Ein Laser. Hallo, ist hier noch irgendjemand? Irgendwie sind alle ausgeflogen, oder? Kann ich damit eigentlich auch andere Sachen noch zerstören? Karte gucken, das hilft manchmal. Hä? Verstehe ich nicht. Wo soll denn hier was sein? Ah, unterirdisch, okay. Wie komme ich jetzt da runter? Das ist ein UFO oder was soll das sein? Ah, ich verstehe es nicht. Wie komme ich denn jetzt da runter? Ah! Minno! Naja, zumindest haben wir uns jetzt mal ein bisschen eingespielt und ich denke mal, dann können wir jetzt ins Hauptmenü zurückgehen und einfach mal mit dem richtigen anfangen. So, und genau das werden wir jetzt auch tun. Wir begeben uns einfach mal in die Höhle des Löwen, auch wenn wir noch überhaupt keine Erfahrung haben. Aber einfach mal schauen, wie es dann in Wirklichkeit da abgeht. Ich meine, vom Spieleprinzip her ist es gar nicht so schlecht. Es könnte Spaß machen. Es wird auch wahrscheinlich sehr vielen Spaß machen, davon bin ich überzeugt. Oh je.
Kann nicht mehr weiterfahren. Der hat mich irgendwie festgesetzt, ey. Was ist das für ein Kram? Oh. Hilfe! Ah. Okay, wir brauchen irgendwie dringend was zum Heilen. Wo finde ich hier was? Was ist das? Rockets. Okay. Verdammt, ey, ich brauche dringend was zum Heilen. Wow. Nein, 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 nicht runterfallen. Perfekt, ey. Ja, mich sollst du nicht abschießen, du Depp. Wo bist du? Oh! Ah, ich finde den Schauplatz ein bisschen komisch hier mit der Baustelle. Das Gefühl, er wartet hier irgendwo auf mich. Was heißt denn Systemsäuberung? Ich kann nicht fahren und gleichzeitig dabei lesen. Das ist unmöglich. Ja gut, also meins ist es jetzt nicht so unbedingt, aber ich denke mal, wenn sich da einige von euch so ein bisschen reingefuchst haben, dann wird es auf jeden Fall einen Mordspaß machen. Ja, die sind ja von mir, ist ja schon in Ordnung. Was ist der denn? Da oben sitzt er. Was geht denn hier ab, ey? Und warum bin ich mit jemandem in einer Gruppe, der sich Popperella nennt? Okay, ich hab's gehofft. Also meiner Systemsäuberung müssen wir uns unbedingt in erhöhtes Gelände begeben. Ich jag dich jetzt. Wow. Fährt er da hoch? Ich hole mir hier die Rakete mit. Was ist denn hier mit dem Rückwärtsgang? Geht das nicht? Ah doch. Ich habe nicht mehr viel Gesundheit. Just
Tja, Boom hat's gemacht. Jetzt geht er hier auch noch auf Körperkontakt ein. Oh nein. Du Affe! Naja, klar, Panzer ist natürlich zwar nicht so beweglich, hat aber einen wesentlich höheren Schild. Oh, Mensch. Ja, ich stehe halt rückwärts. Das ist mir auch egal. Boah. Ich bin hoffentlich jetzt mal erhöht. Yeah! Ich hab doch tatsächlich einen erwischt. Tja, das Match ist vorbei. Ja, irgendwie hat es doch ein bisschen Spaß gemacht. So. Aber trotzdem, es ist, wie gesagt, es ist nicht so mein Genre, aber es war trotzdem nicht so schlecht. Und ich bin nicht Letzter, ey. Puh. Finde ich super. Ja, das war auch dann unser Angespielt-Video zu Hardware Rivals. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ladet es euch runter, probiert es aus. Schreibt uns eure Meinung dazu, wie, was ihr von dem Spiel haltet. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.